bekommst Aufträge von deinem Chef, wo du die Ressourcen gar nicht hast. Ja, also du hast gar nicht genug Mitarbeiter, um das zu machen. Das ist so standardmäßig. Oder du sollst etwas leisten, was es gar nicht gibt. Das Klassische, wenn man jetzt im Vertrieb oder im Marketing arbeitet, ist einfach, nächstes Jahr steigern wir die Umsätze um 50%. Das Budget kürzen wir aber um 30. Oder in der IT. Wir kürzen das Budget um 20%, erwarten aber eine viel höhere Effizienz. Also das muss jetzt alles schneller gehen. Und du stehst da und dann schaust du, und am liebsten würdest du über den Tisch springen. Du kannst aber nicht über den Tisch springen. Das ist nicht möglich, das ist arbeitsrechtlich nicht vorgesehen, das ist auch nicht gut für die Karriere und vor allen Dingen, es ist nicht gut für deine Gesundheit. Wie gehst du also mit diesem Frust und diesem Ärger um? Nun, dafür habe ich ein Webinar konzipiert, das kostenlos ist, für dich morgen am 31. Oktober um 16 Uhr stattfindet. Da zeige ich dir, wie ich mit sowas umgehe und dann stehe ich dir natürlich noch für Fragen zur Verfügung. In diesem Sinne, ich freue mich auf dich und mehr führen, weniger ausführen. Aber das wusstest du ja schon.